Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Jetzt bin ich wieder mit etwas leichterem Gepäck unterwegs. Ich habe das ganze Zeug oder das meiste davon bei mir zu Hause in Sanctuary Hills abgeladen. Und jetzt werde ich mich endlich mal um die Power-Rüstung kümmern. Schauen wir doch gleich mal. Eingabe. Ja. Gut. Leg die Power-Rüstung an. Dass man so früh im Spiel schon eine Power-Rüstung kriegt. Ist das. Wow. Reduzieren den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst, und verhindern Schaden durch Stürze. Oh, krass. Halte X, um deine Power-Rüstung zu verlassen. Schnapp dir die Minigun. Eliminiere die Feinde in Concord. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Sturmfeuerzeug. Klingt wertvoll. Golduhr, Klebeband, Schlosserhammer. Hier sehe ich, da sehe ich auch noch Klebeband, jawohl. Aussieht. Wow. Wow, what the? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Alter. Ich glaube, ich habe hier. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommt ja gerne vorbei. Das muss ich zugeben. Oh, das Interface ist jetzt. Wow, eine Todeskralle, Alter. Ich fasse es nicht. Nein, 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 nein. Geh weg. Scheiße. Ihr wollt mich doch für blöd verkaufen. Die können mir doch nicht jetzt schon eine Todeskralle vorsetzen. Alter. Ja? Verpiss dich. Oh Gott. Jetzt ich, aber ich scheine sein Bein, ihr Bein verkrüppelt zu haben. Das ist gut. Oh Mann. Ey. Wow. Alter. Ja gut, der Rest der Gegner wird kein Problem sein. Boah. Ey, die schmeißen einem direkt den schlimmsten Gegner aus dem letzten Teil entgegen. Dogmeat hat etwas gefunden. Ja, super, mein Kleiner. Was hast du denn? Todeskralle. Was hast du denn gefunden? Ja. Hast du nichts mehr zu sagen, wa? Alter Vater, ey. Okay, das war's schon. Es war ja einfach. Ja gut. Waffe wegstecken, genau. Oh, ey, aber die Todeskralle, die hat mir jetzt doch schon Angst gemacht. Wie sind denn die Entwickler drauf? Die schmeißen direkt den schwersten und härtesten Gegner aus Fallout 3 entgegen. Meine Güte. Aber war noch machbar, Gott sei Dank. Hallöchen. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin auf meiner Seite, wir sind keine Freunde, beruht auf Gegenseitigkeit. Alles okay? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich. Also, als wir uns Och, trafen, Mann. Hast du gesagt, du wärst auf der Durchreise. Vielleicht lässt dich das hier nochmal nachdenken. Es ist nicht viel, aber mehr haben wir nicht. Und du hast es dir verdient. Oh, sehr gut. Was jetzt? Ich nehm's, nicht wegen Geld geholfen, gerne doch. Ich habe Angst, dass wenn ich nicht wegen Geld geholfen sage, dass ich habe Angst, dass das impliziert, dass ich mehr will. Deswegen sage ich lieber gerne doch. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Sanctuary.
Wieso muss ich jetzt an Borderlands 2 denken? Was tun? Ja. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Ich kann dir davon erzählen, wenn du mir noch mehr Chat gibst. Ach, wer weiß, vielleicht ist an dem ganzen Gefasel ja doch etwas dran. Vielleicht sollte ich ihr ihren Worten zumindest etwas Glauben schenken. Du lügst, hilf mir bitte. Schicksal, rede weiter. Ja, hilf mir Sag bitte. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist Sean? Unsinn, ich höre zu, Gott sei Dank. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Ach. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Begonnen, Juwel des Commonwealths. Begib dich nach Diamond City. Okay. Ja, ich frag mal über die Stadt. Was ist denn Diamond City? Nach. Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Och komm. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann es wohl kaum... Wartet, euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Max, genau. Hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, okay. Wir müssen gehen. Okay, Entschuldigung. Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Wir müssen weiter. Sturges. Bleib bei der Powerrüstung. Wäre schade, wenn sie Rost ansetzen würde. Ja, definitiv. Das ist krass, dass man so früh schon eine eigene Powerrüstung hat, ey. Mister? Auf geht's. Du musst in Richtung Diamond City. Okay. Alles klar? Sanctuary. Naja, wir werden sehen. Ach, schade. Jetzt heißt der Hund tatsächlich Dogmeat. Ich finde, man hätte es einstellen können, dass man ihm einen eigenen Namen gibt. Das hätte ich besser gefunden. Anstatt, dass der wieder Dogmeat heißt, so wie im letzten Teil. Falls ihr wissen wollt, wie ich ihn genannt hätte, hätte ich mir seinen Namen aussuchen können. Ich hätte ihn Sam genannt. Wie mein Hund. Ich weiß, es ist ein ziemlich typischer Hundename. Aber für mich... Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Aber für mich ist dieser Name mit einem der besten Hunde der Welt verbunden. Daher... Ohne Scheiß, wenn jetzt schon Todesklauen durch die Gegend laufen, das ist... bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht die ganze Zeit mit Powerrüstung durch die Gegend laufen. Wobei, Moment. Ach geil, das ist ja quasi, wie so eine Art... Das ist ja quasi in den Helm integriert. Nicht schlecht. Radio nehme ich lieber Abstand von, nicht dass da die Musik gecopyrighted ist. Wenn die Freiheit ruft, geht zu Preston Garvey in Sanctuary. Ah, ja stimmt. Da, Werkstätten.
Ach so, ja, okay, da könnte ich auch mir auch etwas bauen. Ja gut, weiß nicht, ob ich das machen werde, aber mal sehen. Ich wollte jetzt eigentlich da unten Tep, nee, hä? Da 139 von 310. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Da 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 da. A million more times than TNT. Ich muss jetzt aus irgendeinem Grund an dem Song aus dem Trailer denken. Ja, okay. Die Anzeige will mir ganz offensichtlich sagen, dass die Powerrüstung so ein bisschen beschädigt ist. Und zwar an einem Bein und an einem Arm. Deswegen werde ich nochmal nach Hause zurückkehren, nach Sanctuary Hills, und dort die Powerrüstung mal an diese Modifikationsstation anschließen. Und mal sehen, was sich dann daraus machen lässt. Meine Güte. Das, da habe ich mich jetzt ehrlich echt schon ein bisschen erschrocken vor der Todesklaue. Ich meine, die schon so früh im Spiel. Naja. Okay. X drückt halten, um die Power zu verlassen. Perfekt. Da kann man die tatsächlich noch Modell A. Was brauche ich dafür? Na, Schaltkreise habe ich keine mehr. Wissenschaft und Rüstmeister, ja, die sind definitiv auch auf meiner Liste. Oh, was ist das? Erhöht die Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Erhöht das Charisma. Interessant, interessant. Helmlampe, bla 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 bla. Ja, großartig. Was machen kann ich scheinbar noch nicht. Außer halt die neu lackieren. Ist aber auch okay. So. Bin ich in der Lage, die zu reparieren? Geht das? Da, reparieren. Dreieck. Stahl mal 4. Ja, mache ich. Wow, der Torso? Ah, da brauche ich einen Schaltkreis für. Dammit! Ah, na schön. Schaut zum Verlassen. Okay, ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, den Part könnte man jetzt durchaus auch schon mal beenden. Ich lieber ein bisschen früher als ein bisschen später. Das ist für mich persönlich schon etwas besser. Gut, dann die Minigun habe ich immer noch, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns vielleicht nach Sanctuary oder nach Diamond City auf das nächste Mal. Ich würde eher, ja, eigentlich sind beiden Städten vermutlich irgendwelche Händler da. Ich werde mich bis zum nächsten Part dazu entscheiden, auf jeden Fall, wohin wir als nächstes gehen werden. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und lasst mir gerne ein paar nette Sachen da, Kommentare, Likes, vielleicht auch ein Abo, wenn es euch gefallen haben sollte. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part von Fallout 4.